Nochmal. Gut, gut, gut. Das passt schon. Weißt, der Luftballon, den du da drinnen hast, der ist so. Da drinnen. Und der Luftballon zeigt uns eigentlich, wie der Luftballon, der was im Innen ist, eigentlich funktioniert. Soll ich nochmal größer machen? Okay. Ich glaube, hä? Magst du nochmal? Zuheben? Ja, tust du es zuheben da, dass es nicht mehr rauskommt? Okay. Gut. Wir haben den ersten Atemzug, den, was wir machen, wenn wir geboren werden. Und wir haben einen letzten Atemzug, wenn wir dann das Leben verlassen. Und in der Zeit dazwischen atmen wir als Menschen automatisch. Das ist etwas Gutes. Das kann aber auch etwas sein, wo wir uns dann vergessen. Wo wir vergessen, dass wir atmen. Wo wir überhaupt vergessen, dass wir leben. Bei mir lachen ist total ganz eine andere Atmung. Da sind wir befreit. Ja. Am schnellsten kann jeder für sich das Gefühl von Nest, von zu Hause sein, von ich bin willkommen da, auf dem Planeten, auf dem Platz, auf dem Ort, kann er am schnellsten die Verbindung herstellen über den Atem. Jetzt versuchen wir mal, die Feder zu führen. Also ich bin überzeugt, dass es in jedem Ort Atmen anders möglich ist. Da in der Höhe mit den vielen Wäldern, was wir da haben, ist auch eine besondere Luft. Ganz eine klare, eine reine, eine frische Luft, die spürt man direkt, die kann man fast greifen. Und durch das, dass wir bewusster mit dem Atmen und achtsamer mit dem Atmen umgehen, bekommen wir ganz, ganz viele Möglichkeiten wieder, Luft und Freiraum in unser Leben einzubringen, um zu den wesentlichen Dingen des Lebens wieder zurückzukehren. Atem anhalten. Aus. Stille.
einatmen. Atem anhalten. Aus. Stille.